Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Spielmodus auf meinem Kanal. Und zwar, boom, klatschen wir jetzt auf den Boden auf und ihr denkt euch so, what the fuck, wo sind wir hier? Und zwar sind wir hier auf dem Bergwerk Lab Server und spielen den neuen Spielmodus Trials oder Trials oder wie auch immer sich das Ganze hier nennt. Wie ihr seht, müssen wir hier Kisten öffnen und dann so Gutscheine rausholen. Mit den Gutscheinen können wir in dem Crafting-Feld dann uns zum Beispiel entweder ein 9er oder ein 4er-Feld, glaube ich, craften. Und bei einem 4er-Feld bekommen wir ein kleines Bonus-Ding. Zum Beispiel, ich zeige das jetzt mal hier zum Beispiel mit einem 9er. So, da bekommen wir jetzt irgendwas und das ist ein Amboss. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier haben wir zum Beispiel 3 Fleisch bekommen. Gut. Ich hätte jetzt lieber Dias bekommen statt ein Amboss. Aber ich finde das System richtig cool, weil dieses frei rumlaufen auf einer neu generierten Map finde ich erstens schon mal mega cool, weil ich dieses... Ja, ich liebe dieses System halt einfach, deswegen liebe ich auch Endergames so sehr, weil das einfach so frei ist und du kannst halt machen, was du willst. Und dann das Ganze mit Gutscheinen zu machen quasi, zum Beispiel jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier drin haben. Ein Poison-Trank ist eigentlich ja mal eine krasse Idee. Hätte ich nicht gedacht und ich merke halt, wir haben gar kein Texture Pack drin. Und nice, Thomas, gut gemacht, nicht. Und ich werde jetzt da mal ein paar 9er rausmachen hier, weil ich möchte Dias haben. Denn, ja, das ist gerade noch in der Beta-Phase, das Spiel hier. Das heißt, es ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Und es macht, ich finde, jetzt schon einfach so ultra Bock, das Game, dass ich gar nicht mehr aufhören möchte. Oh, ein Buch mit Power 1. Okay, nice. Wenn wir einen Bogen haben, können wir das auf jeden Fall schon mal benutzen hier. So, ich hoffe mal, der da vorne hat jetzt nicht unbedingt ein Steinschwert oder sowas, sonst sind wir wahrscheinlich am After. Aber ich gucke mir das jetzt mal so von hinten an. 96 Meter ist der von mir entfernt, ne? Ich könnte jetzt auch nochmal eins mit 9 machen. Dia? Oh, kacke. Kein Dia. Es ist halt alles mit Glück, ne? Also man kann da bei 9 auch ein paar Dias bekommen oder dies oder das. Und ich habe irgendwie Abbaulähmung. Ich habe Weakness. Keine Ahnung, wieso. Also, das checke ich noch nicht ganz. Manchmal habe ich nämlich Weakness. Und manchmal habe ich den Effekt und den Effekt. 5 Diamanten. Nice, Leute, nice. So, wow. Wir haben ein Diamantschwert. Okay, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ne, Abbaulähmung habe ich noch immer. Ich bin irgendwie vergiftet oder so. Ach, das kann man wahrscheinlich auch draus bekommen, aus so Kisten. Diese Effekte wie Abbaulähmung und so. Und jetzt komme ich von hinten und werde den jetzt von hinten snacken. Ja, das war böse, aber da muss er halt nächstes Mal einfach besser gucken, dass wir ihn da nicht von hinten snacken können. So, würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen schönen Brustpanzer und schöne Schuhe. Perfekt. Pfeile haben wir leider keine, aber wir haben Amboss. Das finde ich so nice. Die Werkbank brauchen wir nicht mitnehmen, der hatte genug Holz, der Typ. Und dann gehen wir einfach schon mal weiter zum nächsten. Ich hoffe mal, der ist jetzt auch nicht so gut ausgerüstet. Nee, der hat nichts, aber er hat einen Pablo-Skin. Komm her, Pablo. Komm zu mir. Er läuft rückwärts, du weißt schon, dass du rückwärts langsamer bist. Und 2 Leute gekillt, boom. Okay, das war nice. Das können wir wegschmeißen ja eigentlich. Okay, dann haben wir hier mit Infinity. Was? Moment, Leute. Ich habe einen Amboss. Ich habe ein Buch mit Infinity. Das bedeutet... Was? Hä, wie funktioniert das denn? Kacke. Irgendwie geht das doch. Infinity Enchanted Book. Muss man das dann so machen hier? Ich weiß es nicht mehr. Bin ich jetzt ernsthaft so blöd und weiß nicht mehr, wie man enchantet? Ohne Witz, Leute. Das ging doch so. Man muss doch das Buch reinlegen und dann kann man das doch enchanten. Infinity. Das ist ja, dass du unendlich Bogen hast. Oh mein Gott, Leute. Aber den da vorne werden wir uns jetzt auch noch holen. Der weiß nämlich nicht, dass wir hier sind. Dann nimmt er sich da sowas raus. Das finde ich sehr nett. Nice. Und den nächsten haben wir. So, was hat der da für ein Buch? Oh, 18 Stück haben wir jetzt schon. Nice, dann würde ich sagen. Dann lass uns noch ein paar Dias rausholen hier. So, den
das können wir wegschmeißen. 190 Blöcke, es leben nur noch 3 Leute. Und ich glaube, dass wir derzeit wirklich sehr, sehr gute Chancen haben. Zack, noch ein Buch und noch ein Dings-Potion. Perfekt. Das hat Sharpness, genau. Ich möchte aber gerne wissen, wie ich jetzt das Sharpness drauf bekomme. Das ist nämlich irgendwie ein bisschen crazy. Ich habe ja hier so ein Anvil. Und so, und wenn ich das hier drauf packe und Sharpness, müsste ich doch eigentlich Sharpness drauf bekommen, oder? Repair and Name. Oder habe ich irgendwas verpasst, Leute? Mache ich hier irgendwas falsch? Wenn ja, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, was ich hier jetzt die ganze Zeit falsch mache. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt genau hier mit dem Enchanten funktioniert, weil eigentlich muss man da ja nur das Buch reinlegen und dann sollte es eigentlich gehen. Und jetzt geht's nicht, Leute. Was mache ich falsch? Okay, da vorne ist auch einer. Der hat keine Ausrüstung, das finde ich super geil. So, den da vorne werden wir uns jetzt erstmal holen. Hallo, bleib stehen, bitte. Ja, er wird stehen. Hä? Ja, er sammelt gar nicht die Gutscheine, warum? Ach, er weiß, dass wir hinter ihm sind. Ja, okay, dann schieße ich ihn mal mit dem Bogen ein bisschen ab. Wenn ich ihn treffen würde. So, jetzt habe ich eh keine Pfeile mehr. Enderperle, wuhui, das macht Spaß hier. So. Ui. Und einen Hit hat er bekommen. So, perfekt, den Goldapfel konnte er auch nicht mehr essen. Dann snacken wir uns den jetzt rein. Und wie viele Gutscheine hatte der denn, bitteschön? Alter, 14 Stück. Okay, nice. Nice one. So, gleich mal essen hier. Und dann lebt nur noch einer, der da vorne, und der hat mal überhaupt kein schönes Equipment. Das heißt, den könnten wir uns jetzt locker schnell. So. Und hin damit. Bam. 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 Und GG. War ja eigentlich jetzt eine wirklich schöne Runde. Haben alle getötet. Also wir haben richtig viele Leute getötet. Ich konnte euch das Spiel gut zeigen, wie es funktioniert. Läuft doch. Läuft doch, würde ich sagen. Und ja, Leute. Wie gesagt, das Ganze findet ihr, wenn ihr hier auf Beta geht, dann steht momentan veröffentlicht steht hier eben Trials oder wie auch immer man das nennen möchte. Mega, mega cooler Spielmodus, bockt mega. Ich werde da vielleicht irgendwie eine Serie oder so draus machen, mal schauen. Oder irgendwie sowas. Ich finde das nämlich mega, mega cool. Übrigens habe ich jetzt die Position der Facecam ein bisschen verändert. Ihr könnt mir sagen, wie ihr das so findet von der Seite so ein bisschen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr den Spielmodus so findet. Und ich würde sagen, macht's gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin jetzt wieder zurück aus Italien und ciao.